Willkommen zu einer neuen Runde Anthem mit mir, dem Fearscream. Ja, Leute, wir zocken hier immer noch Anthem und es macht mir noch Spaß, muss ich sagen. Also nicht noch, weil es bald vorbei ist, sondern es macht wirklich noch Spaß. Und wir müssen nochmal mit Adam sprechen. Danke, dass Sie gekommen Mal sind. gucken, was Sie er für einen meinten, Auftrag hat. Haken wolle mit mir reden? Mir gefällt nicht, wo das hinführen soll. Gefangene haben keine Forderungen an Vorbewohner zu stellen. Die Zeit drängt, Kommandant. Wir hatten keine andere Wahl. In der Tat. In Ordnung, Doktor, ich bin hier. Was wollten Sie mir sagen? Du wirkst sichtlich angespannt, Freelancer. Wenn du nicht lernst, dich zu entspannen, schadest du nur deiner Gesundheit. Wenn das alles ist, was Sie zu sagen haben, dann sind wir hier fertig. Das ist aber nicht die feine Art. Deine trübseligen Vorgesetzten haben wohl auf dich abgefärbt. Willst du wirklich wie unser lieber Vogel hier enden? Sie haben 2 Minuten, Doktor. Was immer Sie sagen wollen, raus damit. Geduld ist eine Tugend, Kommandant. Der arme Monitor hätte gut daran getan, diese Weisheit zu beherzigen. Unsere Grenzen wurden belagert und er wurde beauftragt, den Kenotaph zu einer Waffe umzufunktionieren. Doch er wollte einfach nicht auf uns warten. Und jetzt begeht Vara denselben dummen Fehler. Lancer sind so ungeduldig. Ich mache die Düsen dafür verantwortlich. Vara versucht ebenfalls, ein Gestalterrelikt zur Waffe zu machen? Oh ja, und das ohne die Hilfe eines Kryptas. Eine äußerst unüberlegte Entscheidung, aber sie wollte einfach nicht auf einen neuen Monitor warten. Sie hat ihre Valkyries davon überzeugt, dass sie den Cataclysm kontrollieren kann, indem sie sich selbst dafür opfert. Sie ist bereit, ihr eigenes Leben für das Dominion aufzugeben, um die Urgoth-Angriffe aufzuhalten und die Welt neu zu gestalten. Der Monitor ist daran gescheitert. Was lässt sie glauben, dass sie es schaffen wird? Oh, das wird sie nicht, aber davon will sie nichts wissen. Sie hat das Relikt bereits aktiviert. Du kannst das Ergebnis mit eigenen Augen sehen. Der Sturm am Horizont. Was du als Sturm bezeichnest, ist in Wahrheit eine solide Wand aus Gestalterenergie. Kein Weg hinein, kein Weg heraus. Okay, das könnte tatsächlich ein Problem darstellen. Du hast Glück, denn ich war gerade dabei, eine Lösung für dieses Problem zu finden, als du mich unterbrochen hast. Ein Torgerät. Tore? Wie die vom Dominion, die andere Soldaten ausspucken, als eingetreten sind? Meines ist deutlich stabiler, das versichere ich dir. Immerhin wollte ich es selbst benutzen. Aber was ist schon eine kleine, irreversible Transformation verglichen mit dem Ende der Welt? Das Egress ist deine einzige Hoffnung. Bring mir alles, was ich zur Konstruktion brauche, und ich kann dich zu Vara bringen. Deal? Sie bekommen ihre Materialien. Er darf keine Werkzeuge oder Ausrüstung benutzen, ohne unter strikter Aufsicht zu stehen. Ich bin mir sicher, dass Ihre gut ausgebildeten Sentinels dazu in der Lage sind, einen einzigen harmlosen Arkanisten zu bewachen, Kommandant. Warum habe ich das Gefühl, dass wir das noch bereuen werden? Okay, nächster Auftrag. Los geht's. Okay, da haben wir auch nochmal. Aber wir machen jetzt gerade diese Mission hier. So ganz habe ich das mit der Spielersuche noch nicht gerafft. Aber bisher kommen wir auch ganz gut alleine klar. Also es ist natürlich echt sportlich, aber ich muss sagen, der Kolossos, also der Tank hier, spielt sich wirklich gut. Er hat guten AOE-Schaden, er hält richtig, richtig, richtig was aus und macht mega Spaß. Und ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, was ich als nächstes spielen werde. Und ja, es wird wahrscheinlich Storm werden oder der Ranger, weil ich habe ja jetzt eigentlich schon einen Nahkämpfer. Und dachte, okay, vielleicht noch einen Fernkämpfer erstmal als nächstes ausbilden und equippen wäre vielleicht gar nicht so dumm. So zumindest meine Idee des Gefechts. Vielleicht entscheide ich mich auch nochmal um. Ich hatte zwar eigentlich auch Bock auf den, wie heißt der, Interceptor. Aber es hat auch bloß wieder einen Nahkämpfer und gerade für Aufnahmen, glaube ich, sieht das auch ziemlich cool aus, wenn man halt aus der Ferne das Ganze sehen und beobachten kann und wirken kann. Weil es ist ja manchmal doch ganz schön hektisch und ganz schön Blitz hier, Bling da, Feuer dort und manchmal sieht man gar nicht so richtig, was abgeht, glaube ich. Weil es einfach voller Effekte ist, das Game, was aber auch richtig cool ist und richtig Spaß macht. Deswegen denke ich, vielleicht ist
Storm noch eine ganz gute Wahl. Oder der Ranger. Aber ich finde Storm eigentlich irgendwie ganz schön cool. Storm macht halt sehr viel AOE-Schaden und benutzt halt die Elemente. Und ich glaube, dass das gar nicht so schlecht, wenn ich ihn wählen werde. Weil der Ranger halt auch geil ist, der macht halt eher den Schaden über seine Waffen und so. Aber man, die sind irgendwie alle richtig cool, ne? Also das muss man echt sagen. Die Javelins, die es hier gibt, die sind wirklich, wirklich cool. Und jeder spielt sich halt auch wirklich komplett unterschiedlich, ne? Das ist halt ziemlich geil gemacht. Ich hoffe, dass sie weiter an dem Spiel arbeiten werden, so dass man hier wirklich auch den Langzeitspaß an dem Game hat. Noch kann ich dazu ja nicht sagen. Ich bin ja noch in der Quest-Reihe und da macht es auf jeden Fall Spaß. Ich krieg meine Aufträge. Ich weiß, wo ich hin muss. Oh, ich bin doch nicht alleine. Oh, Level 18. Wow. Verbindung hergestellt. Adams hat mir eine Liste mit. Was? Das kann nicht stimmen. Laut dieser Liste brauchen wir ein Gestalterrelikt, Kristalle von einem Borstenbuckel und einen Dominion-Translator. Ich schicke dir mögliche Koordinaten eines Borstenbuckels. Am Rest arbeite ich noch. Schalte Haken dazu. Sie haben ihn dafür aus seiner Zelle gelassen? Nein, nur einen Link gegeben. Was immer noch zu viel ist, finde ich. Unbedingt für die Maschine. Aber nur das Bein. Den Rest kann ich definitiv nicht gebrauchen. Ganz cool, dass ich jetzt mal nicht alleine bin. Ah, ich werde gerade überhitzt. Scheiße. Ich habe hier noch einen Borstenbuckel auf dem Schirm. Werd die beiden los, dann lässt er sich vielleicht aus der Deckung locken. Gott, diese Monster sehen ja mal so geil aus. Das war der letzte von denen. Wo ist der Borstenbuckel, Faye? Gefunden. Ist nicht sonderlich weit weg und nur einer diesmal. Irgendwas sagt mir, dass einer nicht unbedingt einfach bedeutet. Oh yeah.
Und ich habe schon das nächste Ziel gefunden. Da sind Ska in der Nähe und eine Menge Gestalterenergie. Wir können davon ausgehen, dass sie sich an einem Relikt zu schaffen machen. Klingt faszinierend. Ich will alles darüber hören, sobald du wieder zurück bist. Das ist ziemlich cool als Tank. Er steckt halt gut was ein, ne? Cool, cool. Ja, zu zweit geht das gleich alles ein bisschen leichter, ne? Ich tank ein bisschen und ja, mein Mate macht dann halt einfach krassen Schaden. Das ist schon ganz cool. Er kann entspannt da oben stehen und losrotzen, seine Kombos rausdrücken. Hier drin befindet sich definitiv ein Relikt. Das ist die gute Nachricht. Will ich die schlechte Nachricht wissen? Je näher wir dem Ding kommen, desto mehr Ska-Signaturen werden sichtbar. Wie interessant. Ich wünschte, ich könnte das selbst sehen. Ich habe das Relikt gefunden, Faith. Es liegt kurz davor, uns um die Ohren zu fliegen. Was treiben die Ska nur damit? Was Ska halt so machen? Was weiß ich? Wichtig ist, dass du dir das Relikt schnappst, und zwar schnell. Faye, was hat das mit dem großen Energiefeld-Ding da auf sich? Das wird für Probleme mit der Traglast deines Javelins sorgen. Das ist ja interessant. Diese Felder sind Technologie des Dominions. Ich frage mich, ob die Ska sie gestohlen oder abgekupfert haben. Oh mein Gott, ich bin jetzt halt eingefroren. Okay, man muss irgendwie... Oh. Das sieht auch geil aus.
Okay, ich muss mir mal den Weg merken. Wenn dieses goldene Ding hier gleich durchgeht, dann muss ich ganz schnell runter. Sehr gut. So, wir müssen noch einmal nach oben. Glaube ich, war das letzte. Da ist es. Mach dir darum im Moment keine Sorgen. Vielleicht musst du gar nicht rein. Wow, wow, wow. Ey, Mann, Leute, das, also es ist einfach so actionreich, ne? Es fetzt einfach. Sehr cool. Macht mega Spaß. Kurze Frage, bevor ich den Transtator erreiche. Was genau Im ist Team ist irgendwie noch viel geiler. Ich hab noch was davon gehört. Es handelt sich dabei um Komponenten für die Torgeräte des Dominion. Der Transtator verbindet zwei nicht permanente Regionen miteinander. Ja. Teil eines Torgeräts, wie ich bereits sagte. Okay, alles was ich wissen wollte war, Torgerät nicht in die Luft jagen. Danke, der Rest ist wirklich hilfreich. Pass auf, du näherst dich der Kreuzung. Die Sicht wird eingeschränkt sein. Die Wetterveränderung ist mir schon aufgefallen. Eins nach dem anderen. Die Kristalle sind unsere oberste Priorität. Zerstör sie, um Zugang zum Tor zu erlangen. Das erledigt. Verstärkung bekommen.
ein bisschen Munition, deswegen muss ich ein paar Trash killen und ein bisschen leben. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Woo! Bam! So, wo ist der letzte Kristall? Warum kann ich nicht aufs Tor zugreifen? Alle Kristallankerpunkt-Dinger sind zerstört. Ich erfasse weitere im Boden. Sie wachsen. Kristalle waren eine schlechte Wahl für Ankerpunkte. Sie verstreuen Energie auf unvorhersehbare Weise. Pass auf, Furien sind auf dem Weg. Sie schwingen mit den Kristallen. Lass mich raten, das ist nichts Gutes. Wie gesagt, Kristalle sind unvorhersehbar. Und Furien sind sehr instabil. Die Auswirkungen sollten sich als interessant erweisen. Hier ist noch einer. Die Kristalle explodieren. Was für eine überraschende Nebenwirkung. Das notiere ich mir. Kristalle kriegen wir nicht, aber wir müssen die Furien, glaube ich, töten. Man möchte meinen, dass meine ehemaligen Kollegen vorsichtiger dabei wären, meiner Arbeit nachzubilden. Ihr Werk? Sie haben das Ding gebaut. Wohl kaum. Das wird der Freelancer Signe nach einer größeren, primitiveren Version. Alter, wie viel Leben hat der? Mara hat sich zu früh an ihrem Relikt zu schaffen gemacht, deshalb ein Großteil ihrer Streitkräfte außerhalb der Energiewand gestrandet ist. Sie versuchen einfach zu ihr durchzudringen, so wie du. Wow, 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 was geht hier ab, Alter? Ich weiß nicht, wie wir den Tod kriegen sollen. Okay, der Kristall kriegt Damage.
Mann, Alter. Das ist ja gar nicht so einfach hier. Ich wusste ja gar nicht. Nein, das wäre nicht ulte. Sehr geil. Damit er mit der Arbeit beginnen kann. Das klingt wie Musik in meinen Ohren, Faye. Das hat ja so viel Spaß gemacht. Ich fühle mich wie ein echter Teil des Teams. Das Gerät sollte besser funktionieren haben. Ich habe sogar das verdammte Eskadenbein. Wirklich? Wunderbar. Ich wollte ja eigentlich nur sehen, ob du es mir wirklich bringen würdest. Was? Sehr gut, okay, krass. Also zu zweit deutlich angenehmer. Alleine hätte ich die nicht machen wollen. Das war schon cool, dass ich da Unterstützung hatte. Freut mich sehr. Cool. Alter, der ist schon Level 18, ne? Wir haben uns so einen abgekämpft. Oh, wir waren beide ganz gut dabei. Cool. Und Level 7. Sehr schön. So soll es sein. Nice one. Oh yes, und wir haben richtig geilen Scheiß gekriegt. Oh geil, ich freue mich. Ich freue mich. Yeah. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, aber ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht bin ich auch in der falschen Questreihe, dass es langsam doch ganz schön sportlich wird. Aber erstmal, wenn es euch gefallen hat, Leute, Daumen nach oben nicht vergessen. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Und ja, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link von MMUGA. Und ja, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Kohle zu sparen, klickt da einfach drauf. Dort gibt es zum Beispiel gerade Anthem für 20 Euro statt 60 Euro. Also ihr spart da ordentlich richtig Kohle und ich kriege ein bisschen Provision. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Link da benutzt, um ein bisschen Geld zu sparen. Ja, ist halt eine Win-Win-Situation. Okay, und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Part von Anthem. Haut rein, meine Lieben, euer Fearscream. Bye, bye.